Oh, cool. Aus Versehen in die richtige Stelle gelegt. Nein. Okay, die muss da liegen bleiben. Ach, blöde Viecher. Die Hand. Hat das was gebracht? Sie ist kurz still, ja. Ah, okay. Ich weiß schon. Komm her. Danke. Ja. Okay, ich kann damit durchgehen. Super. Jetzt muss ich den ganzen Weg mit diesen blöden Händen hinter mir rumlaufen. Ja, geil. Das sind so ziemlich die miesesten Sachen, die man je im Zelda erfunden hat. Ja, war ja klar. Blöde Gegner. Ja. Au. Blöde Viecher. Okay, da muss es rein, glaube ich mal. Nicht? Anscheinend nicht. Hier. Nein, 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 nicht wegnehmen. Toll. Ich wusste es. Ich wusste, dass das passieren wird. Die blöden Ratten. Nein, nicht da durch die Wand. Wieder herkommen. Gib mir meinen Sonnenstein wieder. Na. Nein. Verdammt. Ja, ich weiß. Verdammt. Der ist damit abgehauen. Dann müssen wir wohl zurück in das Zimmer, wo die Sola das erste Mal gesehen haben. Ja, war ja klar. Ach, ja. Wenigstens weiß ich, wo ich es jetzt hin tun muss. Und dass ich wahrscheinlich die Hand mal abschießen sollte dazwischendurch mit dem Bogen. Ich denke mal, Bogen ist eine gute Variante. So. Weißt du, was du zu tun hast? Ja, natürlich weiß ich, was ich zu tun habe. Hier stehen wieder Krüge rum. Ha! Cool. Das nutze ich doch gleich aus. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich mir die Truhe am Anfang holen sollte oder nicht. Eigentlich brauche ich keine Herzteile. Es ist nicht notwendig. Nicht wirklich. Nein, komm. Ha, hab's. Oh, das kann ja noch lustig werden. So, und diesmal gleich ins richtige Loch packen. Und nicht irgendwo in so ein eckiges Ding. Ja, ich weiß. Gruselgusel-Hand. Eigentlich eine coole Diebstahlsicherung. So. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Dann Hand anvisieren. Und das machen. Und da hinten gibt es garantiert noch die andere Truhe wahrscheinlich.
Und ich komme da nicht runter. Doch. Aha! Toll. Nein. Na. Ja. Wo ist die Hand? Über mir. Komm. Au! Oh. Wahnsinnig aggressiv das Teil. Gib her. Nein! Mann, war das dumm! Verdammt! Oh, das kann noch lange dauern, bis das hier alles klappt. Hm. Komm her. Ich kann's nicht anwählen, verdammt. Okay, ich warte. Komm her. Okay, so hoch. Ah, verdammt, die Steuerung. Aha. Schnell. Ja, komm, gib her. Nochmal. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Verdammt. Es ist nicht wahr. Ich bin schon wieder abgehauen damit. Ich muss es echt beim ersten Mal schaffen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und ich muss mir vor allen Dingen immer nur wieder diese Zwischenvideos angucken. Das ist doch total dämlich. Ich weiß, dass die dadurch verschwunden ist. Wäre echt blöd. Ich weiß schon, warum das hier nur so kleine Räume sind. So wenig. 3 Stück. Und 3. Versuch. Vor allen Dingen können die sich nicht mal was einfallen lassen, was nicht mit dem Greifhaken zu tun hat. Das ist schrecklich. So. Meins. Die Hand wird anscheinend schneller ab und an mal, wenn sie weit genug weg ist von dem Ding. Und wieder in dem Raum. Ich überlege mir gerade, ob es noch bessere Möglichkeiten gibt. Das ist immer doof, wenn man es nicht anvisieren kann. Dann muss man sie 3-mal mit dem Bogen treffen. Ist gar nicht so einfach. Am besten ist echt so. Kurz warten. Komm, jetzt kann ich erst anvisieren. 3-mal. So, ich muss gleich... Muss ich ganz hoch? Ich glaube, ich muss ganz hoch. Nee, hier dürfte reichen. Passt nicht. Können die mal mit der Musik aufmachen? Die macht mich total irre. So. Hochwerfen. Mitnehmen. Ah! Nein! Nein! Ja, toll. Ich kann mich hier nur in Wolf verwandeln. Die Musik ist total toll. Ich war nicht mehr in diesem Ekelzeug. Gib her. Gib zurück. Da, über mir. Ich stehe natürlich wieder total falsch. Meins. Viecher.